Hola, ¿qué tal a todos? Hallo alle zusammen. In este video, o más bien en este audio, quiero hablaros en alemán y quiero hablar sobre el aprendizaje de un idioma a través de escucharlo. Vale, empezamos en alemán. Heute spreche ich über das Thema eine Sprache durch das Hören lernen. Eine Sprache kann man ja durch verschiedene Wege lernen: einmal durch das Hören, durch das sehen oder lesen durch das schreiben oder durch das sprechen natürlich hat jede einzelne fertigkeit seine vorteile aber wie geht es dir damit welche fertigkeit Steltha, welche fertigkeit gefällt dir am besten oder mit welcher fertigkeit kannst du am einfachsten eine sprache aufnehmen mir geht es so ich höre unglaublich gerne sprachen ich höre Gerne Audios, MP3s, Podcasts, Nachrichten und ganz besonders gerne höre ich Audiobücher. Warum Audiobücher? Weil Audiobücher sehr, sehr lange dauern. Du hast viele, viele Stunden, meistens zumindest viele Stunden, wo du ein ganzes Buch in der Sprache hören kannst. Und wenn du ein Audiobuch hörst... Dann musst du nicht immer ein Buch in der Hand halten. Du musst nicht immer deine Augen darauf konzentrieren und das finde ich sehr sehr angenehm, weil die Augen ermüden einfach schneller, wenn man immer nur ein Buch lesen muss oder wenn man ein vielleicht elektronisches Buch hat, ein E-Book oder ein E-Buch oder wenn man auf einen Computerbildschirm starrt. Ich finde es auch generell unangenehm auf dem Handy viel zu lesen, weil das Handy einfach zu klein ist. Und deswegen ist das Hören eine sehr, sehr gute Alternative. Man kann ja auch einfach neben dem Hören andere Dinge machen. Ich kann ein Audiobuch hören und ich kann ins Fitnesscenter gehen, ich kann laufen gehen, ich kann Wäsche waschen, ich kann Geschirr waschen, ich kann meine Wohnung aufräumen oder einfach draußen spazieren gehen, einkaufen gehen. Also, diese Möglichkeiten sind einfach viel, viel zahlreicher. Man kann viel mehr verschiedene Dinge machen, wenn man hört und das ist irgendwie auch ich glaube in der ganzen digitalen welt eine neue richtung ich glaube der trend geht jetzt auch viel mehr in richtung audio also podcast zum beispiel ja es gibt schon so viele podcasts und zu so immer mehr themen und für mich ist das beim sprachenlernen einfach der wirklich die nummer eins für mich und noch ein anderer grund weißt du wir lesen, hören, sprechen, schreiben eine Sprache, das ist richtig, aber, aber, wie lernen wir eigentlich unsere Muttersprache? Ganz grundsätzlich einmal durch das Hören, denn das Schreiben, die Schrift, ist ja eigentlich nichts anderes als eine Transkription des Gehörten, also ganz an der ersten Stufe, ganz unten steht das Hören. Deswegen sagt man auch zum Beispiel, dass Analphabeten etwas vielleicht hören können oder verstehen können durch das Hören, aber sie können es nicht lesen oder sie können es nicht aufschreiben. Das sind aber dann zwei unterschiedliche Dinge. Und deswegen ist für mich das Hören das Allerwichtigste. Und noch ein anderer Punkt ist, dass das Hören meistens am schwierigsten ist, aber gleichzeitig auch am wichtigsten. Vielleicht hast du dich mal erinnert. Oder in der Vergangenheit vielleicht mal ein Erlebnis gehabt, als du vielleicht Englisch gelernt hast oder Deutsch gelernt hast, wie auch immer, eine andere Sprache. Und du hast vielleicht gemerkt, dass das Hören unglaublich schwierig ist. Vielleicht hast du einmal eine Prüfung gehabt, eine Deutschprüfung, eine Englischprüfung, je nachdem. Und oft ist der Hörteil, das Hörverstehen bei der Prüfung für viele Leute am schwierigsten. Umgekehrt ist das Lesen. Für viele Leute oft am einfachsten. Beim Lesen hast du dein eigenes Tempo. Du kannst einfach nach deinem Tempo den Text lesen, Satz für Satz. Du musst nicht eine Stimme hören dabei. Und das ist für viele Leute auch ein bisschen angenehmer, weil es langsamer geht. Aber wenn ich dann Audios höre, dann muss ich der Stimme folgen, die ich höre. Und das ist oft sehr schwierig. Und das kann ich auch gut verstehen dass viele Leute sehr frustriert sind, wenn sie zum Beispiel Radio hören oder einen Film anschauen und dann einfach nicht alles verstehen. Das kenne ich natürlich sehr gut von mir. Als ich zum Beispiel äh, Spanisch gelernt habe, auch in der Anfangszeit, da habe ich sehr viel gehört und natürlich habe ich nicht alles verstanden und man, man kann ja nicht einfach pausieren. Natürlich kannst du auf die Stopptaste drücken, du kannst auf die Pause-Taste drücken und dann oh, noch einmal hören, das ist schon richtig. Aber wenn du das ganze Audio live oder einfach wirklich original hören möchtest, dann, dann ja dann wartet der Sprecher nicht auf dich, der wartet nicht auf dich, sondern du musst einfach wirklich folgen. Und das ist natürlich sehr schwierig. Deswegen ist es einfach ganz interessant, dass das Hören auf der ganz untersten Stufe steht, also auf der grundsätzlichsten Stufe. Das heißt es ist einfach das allergrundsätzlichste mal, hören zu können, verstehen zu können. Und das ist auch dann gleichzeitig die wichtigste Fertigkeit, um die Sprache zu beherrschen. Aber ja, jetzt meine Frage mal zu euch. Welche Fertigkeit gefällt euch denn am besten? Wie könnt ihr normalerweise am angenehmsten eine Sprache lernen? Was ist für euch der, sagen wir, einfachste Teil? Hören, lesen, sprechen oder schreiben? Wie geht es euch dabei? Schreibt mir das in die Kommentare. Und ich werde wahrscheinlich zu diesem Thema noch ein paar andere Videos machen. Zumindest einmal, der Hörteil ist in diesem Video mal erledigt und wir hören uns im nächsten Video wahrscheinlich zu Schreiben, Sprechen und Lesen. Alles Liebe, mis mejores deseos y cuidaos. Alles Gute, bis dann. Ciao, hasta la próxima vez.